Hallo liebe Jungfrau, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation anschauen. Das ist ja so, du hast eine weibliche Energie und eine männliche. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt Mann oder Frau bist, weil du alle Energien, also quasi alle beide Energien in dir trägst, ja? Und das kann gut sein, als Mann resonierst du eher mit der weiblichen Energie und deine Kontrapart quasi, die Frau könnte mit der männlichen, aber auch andersrum, das geht auch. Ne? Es ist alles möglich, dass ihr beide in beide Energien rauskommt. Ja? Bitte bedenke auch, liebe Jungfrau, ich sage es immer wieder, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an. Okay, gut. Liebe Jungfrau, ich entschuldige mich mal ein bisschen so wegen des Lichts. Das Licht ist es jetzt nicht so stark, weil ich ja Position geändert habe. Also quasi, ich bin in ein anderes Zimmer geflogen. An unser Zimmer wird gerade gearbeitet und da kann ich jetzt keine Videos drehen. Das ist zu laut. Du hörst aber Geräusche auch. Ich habe das Fenster auf. Wundere dich nicht, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Okay, gut. Also hier sieht man schon mal schon die Helligkeit, aber das ist ein ganz anderes Licht, wie du das von den anderen Videos kennst, weil das Licht einfach weiter weggestellt ist. Ja, es geht einfach nicht anders. Okay, gut, dann würde ich sagen, liebe Jungfrau, alles erklärt, die Dynamik. Das ist für mich auch ein bisschen umständlich, weil ich das auch gar nicht gewohnt bin, woanders zu arbeiten. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur vorübergehend, bis ich dann auch in meinem Büro einziehen kann sogar, ne? Also das wird dann auch noch viel, viel besser sein. Okay, für dich, liebe Jungfrau, mal schauen, was hier uns preisgegeben wird, wie es hier für dich und für deinen Kontrapart weitergeht. Oder es könnte auch gut sein, diese Situation ist aktuell in deinem Leben. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Also das bedeutet, wenn du jetzt jemanden hast, liebe Jungfrau, aber du bist dir nicht hundertprozentig sicher, dass du jetzt sagst, ich vertraue dieser Person nicht hundertprozentig. Das ist irgendwie bei mir so eine Blockade, dass ich dieser Person vertrauen kann. Ja, das kann niemand hundertprozentig und das sollte man auch gar nicht jemanden so sehr vertrauen. Man muss immer vorsichtig sein. Also ich denke, ja, es ist schön, es ist auch richtig, dass man den anderen den Vertrauen schenkt, aber man sollte immer vorsichtig sein. Ja, das ist immer so eine, ich sage immer, die goldene Mitte. Ja, und hier sollte man sich auch in Geduld üben bezüglich einer Situation, die hier ist. Also du solltest jetzt hier nicht vielleicht wie kann man das sagen? Ja, das ist früh morgens, liebe Jungfrau, mir fehlen die Worte. Du solltest hier nicht ungeduldig sein. Du solltest jetzt hier langsam machen. Du solltest hier einfach schauen, wohin führt mich diese Situation. Es kann ja gut sein, dass du jetzt irgendwie sagst, er oder sie wirkt uninteressiert. Das ist aber vielleicht gar nicht so. Er braucht Zeit oder sie braucht Zeit. Das kann ja auch gut sein, dass du gegenüber dir eine Person hast, die wirklich Zeit braucht. Und die Jungfrauen selber, das ist auch immer so ein Thema, die Jungfrauen, ich habe es schon mal oft gesagt, das sind Menschen, die wirklich auch Zeit brauchen. Sie analysieren das Ganze, das sind Menschen, die wirklich jeden Punkt analysieren. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist, die Jungfrauen sind so, ja, also vor allem die Männer haben das ganz stark. Und das sind nicht Menschen, dass sie einfach so in einer Beziehung reingehen. Normalerweise sind die Jungfrauen nicht solche Menschen. Nein, nein. Also sie sind wirklich Personen, die nachdenken, bevor, also große Schritte machen. Und sie denken wirklich sehr intensiv danach. Auch Menschen, das habe ich auch mitbekommen, Menschen, die in Aszendent sind bei diesem Sternzeichen, also quasi Jungfrau-Aszendent sind, die haben auch diese starke Tendenz, nicht gleich zu vertrauen und nicht gleich mit jemandem in einer Beziehung einzugehen. Das ist, ich sag mal so, take it easy. Also da verstehe ich sehr gut die Jungfrau. Ich habe Venus in Jungfrau. Also ich finde, man sollte schon nicht gleich
Außer, wie gesagt, außer das ist dann eine Situation, die ich erlebt habe, dass du sagst, ich habe Schmetterlingen im Bauch, ich fühle, dass es ganz anders ist wie andere Beziehungen, also wie anderen Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist ein außergewöhnlicher Mensch. Dann könnte die Jungfrau eine Ausnahme machen, ja? Aber das sind nur Ausnahmen, ja? Okay. Gut, stellen wir sie mal so hin. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache mit dem Platz. Ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich links und rechts nichts habe, um irgendwie die Karten anzulehnen oder das heißt, die Karten wegzunehmen. Ich habe mir jetzt einen Hocker geholt, damit ich die Karten draufstellen kann. Genau, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Guck mal, und hier ist ein Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Also es kann gut sein, dass du selber dich irgendwo beschwerst, dass du selber irgendwie auch besser an dich schwer bist. Du lastest, also du hast eine Last, du trägst diese Last und lässt nicht die anderen an dich ran. Ich sage mal so, liebe Jungfrau, wenn du dich bereit fühlst, ja, diesen Flirt anzunehmen, wer das auch immer ist, oder die Personen, die dir auch zeigen, dass du denen gefällst, weil die Jungfrauen sind auch Menschen. Ich muss auch immer lachen. Die Personen, die nicht immer merken, ja, wer schaut mich an oder er oder sie hat Interesse für mich. Das sind Menschen. Also ich muss sagen, ich habe von den Jungfrauen wirklich vieles gelernt in letzter Zeit durch diese astrologische Mappe, also quasi die Geburtsplan von einem. Und wir haben ganz viele Stars uns angeschaut und eine davon, die auch gestorben ist, die nicht mehr da ist, das ist die Amy Winehouse. Und das sind wunderbare Menschen, wunderbare Seelen, die eigentlich so viel Talent haben, Kreativität, aber leider werden sie nicht immer von der Welt verstanden, weil die Jungfrau ist eine Person, die wirklich seine Welt, diese Intimität nicht gerne unter anderen Menschen teilt. Das ist jemand so wie, ich hoffe, ich sage das richtig, Keanu Reeves, also der, wo Matrix gemacht hat. Der ist auch Jungfrau und um Gottes Willen, also ich bin wirklich baff gewesen, was für ein Herz diese Jungfrauen haben. Nochmal einen, was du sagst, Katja, die sind ja alle Jungfrau. Ich war selber schockiert. Avicii, ne? Der coole, ich sag mal DJ, ja? Und der leider auch diese Welt verlassen hat. Aber das sind Menschen, die wirklich sensibel sind und hinausgehen, ja? Von Konstruktionen, die dir diese Society gibt, also quasi die Welt da draußen. Und nicht jeder passt sich da an. Also ich finde, die Jungfrauen haben seine wie sagt man das, Einzigartigkeit, die sie von den anderen Sternzeichen sozusagen, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, aber du tust dich da wirklich rausnehmen von den anderen. Du bist wirklich auf deine Art, wie wir alle das sind. Aber die Jungfrau selber hat dann noch mal so einen Input, nicht das private Leben, sich intim sozusagen zu öffnen. Ja, und wie gesagt, das machen viele Sternzeichen, die haben gar kein Problem. Also ich kann mir jetzt die Feuerelemente vorstellen, so wie ich selber. Ich habe da jetzt irgendwie nicht so ein großes Problem, auch wenn ich jetzt Venus in Jungfrau habe. Ja, dass meine private Dinge, wirklich private Sachen auch privat bleiben. Also ich bin immer vorsichtig. Ja, also das ist halt die Jungfrau. Und nicht jeder versteht die Welt von den Jungfrauen. Ja, aber das sind wunderbare Menschen, wenn sie in seiner höchsten Vibration sind. Und ich habe gemerkt, das sind gute Menschen. Sie helfen sehr andere Personen. Ja, und das ist der Preis, den sie auch zahlen. Also was wir dann sehen, was aus diesen Stars geworden ist, ne? Sie haben einen Preis gezahlt, der einfach zu hoch war, weil sie einfach nicht für diese Welt geschaffen worden sind, ja? Okay, dazu zu der Jungfrau, also das ist quasi zu diesem Sternzeichen, wie wunderschön der Sternzeichen sein kann, wenn er in seiner höchsten Vibration ist, wenn er wirklich das erlebt. Er teilt, er ist ein Mensch, der für anderen da ist, manchmal sogar wird er manipuliert, also wie die Amy Winehouse, sie wurde stark manipuliert von dem Vater. Das ist auch, also ich empfehle euch immer auch, euch zu erkundigen, nicht nur jetzt, weil das Stars sind. Nein, nein, es geht hier nicht nur, weil das berühmte Menschen sind. Es geht darum, auch zu sehen, wie die Astrologie, wie das Leben reinpasst, wie das beide
in Verbindung geht, ja. Also das ist sehr wichtig, weil du kannst das erfahren, auch durch die Stars, weil sie das in Öffentlichkeit haben. Also du kannst jetzt schlecht irgendwo hingehen und zu einem Jungfrau nach Hause gehen und das alles mitbekommen. Versteht ihr, was ich meine? Also durch den Stars können wir auch die Astrologie besser wahrnehmen, ja. Also das ist damit gemeint. Und Kompliment wirklich, das machen wir jetzt drüber, siehst du, vor lauter Reden, kommt hier hin. Kompliment, liebe Jungfrau, wenn du wirklich ja diesen Sternzeichen in dir hast, du kannst auch sagen, Katja, ich bin nicht nur Sonne, ich bin mehrere, ich habe mehrere Planeten oder allgemein Merkur ist in mir, da merkst du wirklich, was du für eine tolle Energie hast, ja, dass du wirklich auch Menschen hilfst, ja, ohne irgendwie einen Aufwand zu machen. Also das machen sie einfach so, ja, das haben sie im Blut sozusagen. Okay, du nimmst mir noch auf, ja. Gut, machen wir weiter mit den Lavendel-Orakelkarten. Also jeder Sternzeichen an sich ist gut. Jeder Sternzeichen hat eine gute Seite, eine schlechtere Seite. Aber bei dir, liebe Jungfrau, habe ich gemerkt, das ist auch diese Sensibilität, die man nicht gleich merkt, weil du ein Erdelement bist. Aber du besitzt wirklich eine tolle Eigenschaft in dir, die hat wirklich mit helfen zu tun. Und nicht jeder sieht es ein. Und die Menschen nutzen das auch aus. Also die nutzen diese Energie aus, weil die Jungfrauen auch helfen. Also ich musste lachen, wenn ich das jetzt kurz sagen darf. Der Reeves Kenyu, also ich hoffe, ich sage das richtig, Reeves Kenyu, die Dame, die das gemacht hat, die wusste selber nicht, wie sprechen wir das jetzt aus? Reeves Kenyu, ja. Er selber. Er hat immer alle Rollen so schlicht eingenommen, dass er nie Probleme gemacht hat, also allgemein bei der Arbeit. Er war immer ein Mensch, der alles so wahrgenommen hat. Also er ist unkompliziert. Die Jungfrauen sind eigentlich unkompliziert. Sie achten nicht darauf, dass jetzt, wie sagt man das, dass, ja, dieser Perfektionismus muss da sein, aber sie sind nicht Menschen, die irgendwie zu sehr, wie kann ich das jetzt sagen? Das ist jetzt schwer zu erklären. Einfach sind diese einfach, sie bleiben einfach mit den Füßen auf dem Boden. Laumilta, diese, wie sagt man das? Ah, wenn die Wörter nicht einfallen. Gutmütigkeit, sowas in der Art. Sie bleiben wirklich geankert. Sie sind nicht Menschen, die dann eingebildet werden, genau, also diese Einbildung, ich bin der Beste, ich bin die Beste, das haben die Jungfrauen nicht so. Sie sind immer noch, auch mit Reichtum, sind sie eigentlich die Menschen, die einfachen Personen. La signora, il signore della porta accanto, bei uns sagt man, die Nachbarn auch, die an der, unsere Nachbarn, die neben uns wohnen. Also du klingelst an der Türe und die Jungfrau machen die auf und sind nicht Menschen, die irgendwie hochnäsig sind, sondern sie bleiben in dieser Essenz drin. Sie sind einfach, ja, egal wie viel Geld sie besitzen, sie haben diesen Talent, der nicht jeder hat, weil viele werden eingebildet, viele haben diese Trotzphasen und bei ihm hat man das gemerkt, aber nicht nur bei ihm, auch bei den anderen Stars, so wie Avicii, Amy Winehouse. Wir sehen das auch an Pink. Pink ist auch noch meine Jungfrau. Ja, du wirst jetzt sagen, alle Jungfrauen, aber das ist so eine Sache, die wir gelernt haben in der Astrologie, dass die Jungfrauen einfach dieses Bodenständiges haben. Das ist schön bei den Jungfrauen. Ja, das ist wirklich, sie behalten noch alles im Visier und flippen nicht aus. Und deswegen tut denen die Berühmtheit, dieses ich bin berühmt, die Menschen kommen auf mich zu, die Paparazzi oder die Menschen dringen in meinem Leben ein, das kann auch gefährlich werden für die Jungfrauen. Ja, also es sind Menschen, die wirklich auch sehr einfach leben wollen. Außerwärts. Es sind auch Menschen, die oft irgendwo weiter weg wohnen und nicht Menschen sind, die unbedingt unter ganz viele Personen sein müssen. Das bevorzugen sie jetzt nicht so, ja? Wie gesagt, ich rede jetzt von dem Sternzeichen. Ich weiß nicht, wie du bist. Okay, das war jetzt ganz kurz so eine Sache, die ich loswerden musste. Das war für mich wichtig für den Jungfrauen, dass ihr auch wisst, wie wertvoll ihr seid, die Jungfrauen selber. Ne? Also ich bin stolz auch. Ich sage wirklich danke, dass ich auch diese Energie in mir tragen darf. Ja, weil ich wusste das gar nicht. Ich sag ja davor,
konnte ich diesen Sternzeichen fast gar nicht widerstehen. Also es war für mich so ein Tabu. Ich habe immer gedacht, die Jungfrauen sind komisch, eitel. Nein, überhaupt nicht. Wenn du in der Astrologie reingehst, da hast du ein ganz anderes Visier. Da täuschst du dich sogar. Da denkst du, die guten Sternzeichen können quasi einer der, ja, die aggressivsten sogar sein. Ja, also da täuscht man sich wirklich, wer Astrologie lernt. Okay, du bekommst hier, sagen wir mal so, Love Letter. Also du hast hier einen Liebesbrief. Du bekommst gute Neuigkeiten. Jemand vermisst dich. Jemand vermisst dich, liebe Jungfrau. Also jemand vermisst dich. Jemand könnte dir schreiben, eine SMS. Es kann auch gut sein, du hast jemanden kennengelernt im Internet. Ihr schreibt euch. Das ist die einzigste Art, wie man kommunizieren kann, ja, miteinander. Hier kommen schöne Nachrichten. Es kann auch gut sein, dass diese Person weiter weg ist, dass man sich wirklich in Geduld üben muss, bis man sie sieht, bis man ihn sieht, weil ich weiß ja nicht, wer zusieht. Und hier könnte auch eine tolle Nachricht kommen. Hey, wir können uns endlich sehen oder wir können mal das Wochenende zusammen verbringen. Solche Situationen kann aber auch gut sein. Liebe Jungfrau, ich gehe davon aus, du bist alleine. Also du bist jetzt nicht unbedingt in einer festen Beziehung und du bist gerade in einer Kennenlernphase und du tust diese Person richtig kennenlernen. Ja, sehr wichtig auch. Okay, gut, ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Brauche ich jetzt auch noch. Machen wir jetzt weiter mit den Herzensangelegen. Also Herzensangelegkarten, sozusagen, was sagt dein Herz? Nach was sehnt sich die weibliche Energie? Was ist hier los? Was könnte auch die Blockade sein? Weil diese Karten zeigen auch Blockaden, die wir haben. Manganza di dolcezza. Jetzt kam die Karte gestern raus bei dem Löwe. Sieht schon mal auch. Hat viele Ähnlichkeiten mit dem Löwe. Manchmal sind die Sternzeichen so, du merkst das immer mit den Vor- und Nachgängern. Manchmal ist es die Waage, manchmal ist es der Löwe. Wieso? Weil wir wissen ganz genau in der Astrologie, also ist der Löwe quasi dann den letzten Step, damit diese neue Ernte beginnt. Und wo beginnt sie? Das habe ich auch ganz frisch gelernt und ich bin da wirklich baff, was die Jungfrau alles noch bringt. Die Jungfrau an sich bringt das neue Samen. Also im September fängt noch mal ein Zyklus an. Also das ist wie wenn wir alles gemacht haben bis August. In August ist noch mal der Drang, der Impuls, etwas zu machen. Aber dann geht es an die Arbeit ran. Die Jungfrau repräsentiert auch die Arbeit. Il coltivare, die Ernte zu ernten, also quasi zu bearbeiten. Das ist eine Energie, wie gesagt, die auch Früchte bringt, aber es ist die Basis. Man fängt da an. Das ist wie wenn du sagst, im September fange ich an zu konstruieren, an Samen zu legen. Und dann sehe ich ja, weil im Sommer kommt ja alles raus, das ist ja die Sonne, aber dann fängt ein neues Zyklus an mit die Jungfrau. Das ist ja klar. Im Sommer, es hört auf sozusagen, ja? Und hier mit dieser Karte, es fehlt jemanden an Dolcezza. Das bedeutet, oh Gott, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich versuche es euch zu erklären, wenn jemand süß ist, wenn jemand, ich merke das auch. Ich merke das auch an viele Personen, die im Erdelement sind, dass denen es fehlt. Ich sage jetzt nicht, dass diese Menschen nicht deutsche, also nicht weich sind, nicht jetzt gegenüber andere. Das ist wie wenn du den anderen so viel Aufmerksamkeit gibst. Du küsst ihn, du bist sehr. Oh, liebe Jungfrau, mir fällt es nicht ein, wie ich das jetzt übersetzen kann. Weißt du was? Ich will das jetzt übersetzen, weil das ist so wie wenn ich etwas. Wie sagt man das, nicht etwas sage, was wichtig ist und das will ich nicht, ja? Deswegen ein Augenblick, weil ich muss jetzt rüberlaufen, weil das ist ja nicht das Zimmer, wo ich normalerweise lege und dann hole ich das Handy, das andere Handy, um das zu übersetzen, ja? Ein Augenblick. So, liebe Jungfrau, okay, ich habe nachgeschaut. Das ist jetzt nicht die Antwort, die ich wollte, weil ich weiß, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, süß, süß zu sein. Nee, das ist nicht das. Ich habe dann nachgeschaut, was ein Synonym auch sein kann. Und da kommt raus Sanftheit.
dieses Sanftsein. Und hier fehlt das, ja. Also hier könnte jemand eine Blockade haben am Halschakra und nicht sanft sein oder sanft in den Worten, schöne Worte sagen. Manchmal fehlt es auch, ja, dass man einfach gewohnt ist in einer Art, man ist groß geworden in einer Art und die Eltern haben auch diese Sanft, dieses Süßsein nicht weitergegeben. Und wir Menschen haben dann auch Schwierigkeiten, es an den Menschen sozusagen weiterzugeben, den wir lieben. Aber das heißt nicht, dass diese Person nicht lieben kann. Nein, stopp. Das ist einfach eine Situation, in dem hier eine Blockade ist, ja? Diese Person kann nicht richtig sanft sein, vielleicht auch gar nicht zu sich selbst. Manchmal ist es auch für dich selbst schwierig, zu dir sanft zu sein. Ja, liebe Jungfrau, also du könntest hier irgendwo Schwierigkeiten haben, das auszuprägen, den Menschen quasi weiterzugeben. Das ist jetzt hier kein böses oder keine böse Sache, das ist jetzt nicht schlecht gewollt. Das ist halt einfach ein Indiz, wenn es uns aber auch fehlt. Also viele bekommen das gar nicht als Kinder. Also wenn du jetzt sagst, ich bin in einer Familie groß geworden, in dem man streng war oder man hat nicht diese Situation so gesehen bei meinen Eltern. Meine Eltern waren nicht selber zu mir sanft, waren nicht süß zu mir, sondern ich musste schnell erwachsen werden. Ich musste einfach mich anpassen. Und das ist oft das Resultat, ne? Dass man das einfach dann in Beziehungen fehlt. Kann aber auch gut sein, du sagst, die Person, die ich kennengelernt habe, die hat dieses Problemchen. Sie zeigt mir nicht seine Liebe, sie ist nicht sanft zu mir, ja? Okay, was brauchen wir jetzt hier? Was fehlt in unserer Beziehung? Quasi in deiner Beziehung, das, was du erlebst, liebe Jungfrau, was du jetzt brauchst in Sache Liebe, was du sagst, ja, das brauche ich jetzt, ne? Das ist jetzt nach dem, was ich mich sehne. Ja, du sehnst dich nach der Einsamkeit. Also das bedeutet Einsamkeit, Entschuldigung, dass du einsam bist. Dass du jetzt jemanden brauchst, um zu lieben. Du fühlst dich allein. Es kann auch gut sein, trotz dessen, dass du jemanden hast zu Hause, Freunde, Familie, weil du bist ein wunderbarer Mensch. Trotzdem fühlst du dich einsam. Wer kennt das nicht? Ich habe das schon oft gesagt, ich mache das auch. Mir passiert das auch oft. Egal, ob ich jetzt zwei Kinder habe, mein Mann. Trotzdem fühle ich mich einsam. Trotzdem geht es mir auch mal so, dass ich mich allein fühle. Das hat jeder Mensch, das ist normal. Natürlich dürfen wir das nicht verwechseln mit Depressionen, mit schlechten Gedanken, weil da muss man sich also wirklich helfen, sofort. Wenn man anfängt zu denken, oh mein Gott, wieso bin ich überhaupt hier? Ich verdiene das Leben nicht, das sind ganz andere Sätze, ja. Bei mir ist es so, dass ich mich einsam fühle, wie ich denke. Ja, nicht jeder versteht mein Denken, nicht jeder versteht, was ich sagen will. Nicht jeder. Es ist wie wenn du manchmal wirklich ein Außerirdischer bist. Du kommst hierher und ich bin manchmal wirklich baff, was ich sage und die anderen irgendwie das gar nicht nachvollziehen. Aber dann im Endeffekt es so ist. Also im Endeffekt hast du recht, aber du willst das nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe ja auch Venus in Jungfrau. Das stimmt, bei mir muss ich immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Ich darf mich jetzt nicht von diesem Ego nehmen lassen und ich finde das toll, dass ich diese. Ich sag mal, diesen Gleichgewicht habe zwischen einem Löwe und einer Jungfrau, weil die Jungfrau selber ist auch jemand, der oft an sich zweifelt. Also Jungfrauen haben das oft. Sie glauben nicht immer an sich, ja. Der Löwe im Gegensatz, der glaubt sehr an sich. Also ich bin da echt froh, dass ich immer diese Mitte habe auch irgendwo, weil ich will ja nicht so wie der Löwe, trotz dessen, dass man auch im Ego rum, also geht, also in der niedrigsten Vibration geht der Löwe zu sehr im Ego und das möchte ich nicht und da brauche ich diese Erdelement-Energie, also von der Jungfrau. Und diese Einsamkeit kann auch gut sein, dass die Menschen das haben, wenn sie einfach ein anderes Denken haben oder wenn sie einfach nicht den richtigen finden, ja? Also bei mir ist es die erste Variante, weil ich habe ja meinen Mann, zum Glück meine Kinder, ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Ich habe meine Mama, ich habe meinen Vater, ich weiß, dass ich meine Eltern habe irgendwo. Aber trotz dessen fühlt man sich nicht verstanden. Und es kann gut sein, dass man auch solche Gedanken haben kann, allein zu sein auf dieser Welt. Ja, das ist ja klar, wir sind alleine gekommen. Also das wurde mir auch beigebracht, wo ich diese,
Ich hatte diesen Drang wirklich dann auch sehr oft alleine zu sein. Ich habe das gebraucht, wie wenn ich einfach für mich sein sollte. Und man hat mir gesagt, ja Katja, du brauchst das sehr, weil du ja auch alleine diese Schwierigkeiten, diese ganzen Dinge schaffen musst. Keiner darf dir dabei helfen, nur du alleine. Also ist es wichtig, dass wir auch lernen, allein zu sein. Okay? Aber es gibt auch die andere Seite, dieses einsam zu sein, dass man einfach nicht den Partner findet, dass man allein ist, dass man nicht die richtige Person findet im allgemeinen Leben. Man findet nicht den passenden Deckel, ja, liebe Jungfrau. Das kann hier auch gut sein, dass es hier das Input ist, ja, nach was du dich sehnst. Okay, gut, guck mal. Und was suchst du? Die Liebe, dein Herz. Du suchst das in anderen. Guck richtig hin. Boah, ich krieg Gänsehaut. Das ist so eine Sache, das habe ich oft gemacht. Also am Anfang wirklich vor diesen ganzen Spirituellen, und das mache ich noch jetzt ab und zu mal. Leute, noch jetzt habe ich Schwierigkeiten. Ja, ich gebe es zu. Ich bin immer ehrlich mit euch. Ja, noch jetzt habe ich den Drang, dass ich quasi diese Liebe bei meinem Mann suche. Dass ich quasi sage, mein Mann, du musst mir jetzt diese Liebe mehr schenken. Und dann weiß ich schon, bei mir macht's Klick. Katja, du musst es dir selber schenken. Du kannst jetzt nicht ihn fragen, weil er selber seine Komplikation hat. Weil das ist ja klar, Spiegelarbeit. Ja, wir haben ganz viele Dinge, die uns gemeinsam, also quasi die Eltern, die uns nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt haben, die Eltern, die uns allein gelassen haben, sozusagen, ja. Und wie kann ich jemanden fragen, der das Gleiche erlebt hat wie ich, weil er sagt es selber zu mir, ich weiß ja gar nicht, wie das richtig geht. Ich kann das dir nicht so geben, wie du das erwartest. Ja, das ist klar. Aber wir wissen ganz genau beide, dass wir uns über alles lieben, dass es eine Liebe ist, die hinausgeht von dieser. Ah, wie kann ich das erklären? Bei uns ist es auch sehr eine Freundschaft. Das ist auch, die Freundschaft ist da. Man erzählt sich alles. Das ist mein bester Freund. Ja, ich bin seine beste Freundin. Aber es geht hinaus nur von dieser Intimität. Es geht wirklich auch rauf. Wir haben sehr viel erlebt, sehr viel Gemeinsamkeiten. Und das, was ich suche oder was du suchst, liebe Jungfrau, das können wir uns nur selber schenken. Aber das lernen wir mit der Zeit, weil wir das merken, dass der andere immer unser Spiegelbild ist. Weil der andere immer das reflektiert, nach dem wir suchen. Ja? Und du suchst jetzt hier sozusagen sehnsüchtig nach diesem Herzen. Das ist dein Herz. Also hier solltest du dein Herz auch öffnen. Ja? Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du in dieser Situation bist, Ho'oponopono, das sage ich immer wieder, aber auch Affirmationen. Was ich auch anbiete ist, liebe Jungfrau, das muss ich noch auf meiner Webseite aktualisieren. Wer Interesse hat, so ein spirituelles Coaching, da biete ich das an mit Zoom. Also wir können uns sehen, ich sehe dich, wir können reden. Also das ist wie wenn wir auch in einem Raum sind. Das ist auch wirklich sehr wichtig, dass wir diesen Augenkontakt haben, dass ich dich sehe, dass du mich siehst, dass du den Vertrauen aufbaust zu mir, ja? Also nicht nur so Karten legen, das ist was ganz anderes, weil das ist dann etwas Persönliches, ja? Ich erfahre dann Dinge von dir, die vielleicht nicht jeder weiß, oder Dinge, die ich natürlicherweise für mich behalten werde. Das ist klar, das ist geschäftlich, das ist Beruf, da hat man auch irgendwo diese, wie sagt man das? Es gibt bestimmte Gesetze, ja, dass du nicht das sagen darfst oder dass du diese Geheimnisse, was dir offenbart wird, nicht sagen darfst. Allgemein ist es eine gute Übung, auch um quasi aus Problemen, Situationen rauszukommen, ja, die du hast, die du irgendwie verarbeiten willst, ja. Und ich finde das eine schöne Methode, wirklich. Ich glaube daran, weil das ist auch ein bisschen so. Ich rede mit dieser Person. Wir schauen natürlicherweise mit Methoden, was wir nehmen können. Affirmationen. Wir legen dann auch Karten. Wir gehen auch ran mit dem Reiki, energetische Arbeit. Wir werden einfach sehen, was für dich passen kann. Das ist klar. Also, wir haben ja ganz viele Methoden. Ich habe zum Glück wirklich in diesen Jahren sehr viel gelernt, extra, auch um das ranzukommen, um an diese Situation, wie kann ich den Menschen helfen? Weil wir wollen ja nicht nur Karten legen, Zukunftsprognosen geben, weil die Menschen brauchen eine Lösung irgendwie, einen Weg. Einen Weg. Sie brauchen einfach einen Weg, wo sie hingehen können. Und das habe ich auch lange gesucht. In den Karten habe ich das nicht immer gefunden. Nur Kartenlegung nicht. Nein. Ich bin ganz ehrlich. Also deswegen sage ich das. Also ich finde das wirklich schön und toll,
wenn man Menschen kennenlernt, die auch solche Sachen anbieten, ja? Also du musst jetzt nicht unbedingt zu mir kommen, du kannst dir auch jemand anderes aussuchen, aber jemand, der dir zum Beispiel in dieser Suche helfen kann, die Suche nach wem, nach was sehnst du dich sozusagen, ja? Okay, liebe Jungfrau, sehr tiefsinnige Legung, sagen wir mal so, sehr schöne Legung. Okay, schauen wir mal, um was es hier geht, was für eine Situation haben wir. Kann auch gut sein, das ist nur deine Situation, also hier kommen Dinge raus nur für dich oder auch gemeinsam. Ja, liebe Jungfrau, du hast sehr stark die Neigung, an die Vergangenheit zu denken. Das ist nochmal ein Punkt, dass ich jetzt gerade wirklich an dieser, das habe ich gestern auch erzählt, ich bin an einem Buch, was ich gerade auch lese, um zu lernen, um mehr den Kontakt, diese psychologische Beratung, was dann ich dann quasi auch vorhabe, auch dann zu machen mit Astrologie zusammen. Das ist diese Beratung, diese psychologische Beratung, hat aber nichts mit Psychologie, mit einem Therapeut zu tun. Das ist was ganz anderes. Da gehen wir auch in die Vergangenheit rein. Also, dass die meisten Menschen in Bildern leben. Also, das bedeutet, du hast wahrscheinlich, liebe Jungfrau, Vergangenheit, die du nicht loslassen kannst, an dem du dich klammerst und du nicht deine Zukunft, quasi deine Präsenz, dieses Hier und Jetzt erleben kannst, weil du ständig in der Vergangenheit lebst. Kann natürlicherweise sein, dass es die Person, die du kennengelernt hast, und diese Person hat Schwierigkeiten, ja, Schwierigkeiten rauszukommen aus dieser Situation. Vielleicht hast du eine tolle Frau gehabt, also es kann ja auch gut sein, du bist ein Mann und du bist sehr in diese weibliche Energie, also die passive Seite ist in dir und sie leidet hier, weil du eine schöne Frau verloren hast. Kann ja auch gut sein, diese Person hat wirklich die Dimension verlassen, ist nicht mehr da oder sie hat dich verlassen und du vermisst sie. Also sie ist wirklich, sie hat dich fasziniert. Sie ist die Frau, die dein Herz gefangen hat. Ja, für die Frauen selbst kann es kann gut sein, dass du wirklich eine tolle Frau bist. Dir fehlt es an nichts. Du bist so attraktiv. Du bist so hübsch. Aber du stellst dir selber Schwierigkeiten. Also du machst dir selber diese Schwierigkeiten. Das ist so, du komplizierst dein Leben, nicht die anderen, sondern du selbst, weil du jetzt hier eine wichtige Entscheidung treffen sollst. Gehst du jetzt nach hinten in die Vergangenheit? Willst du weiterhin in die Vergangenheit leben oder willst du endlich mal nach vorne schauen? Also ich sehe das jetzt mal so, weil hier gibt es auch noch die dritte Sichtweise, wenn ihr das seht. Guck mal, der Pfeil. Du kannst beides haben. Du kannst Erinnerungen haben. Er sagt es ja selber. Das ist ein tolles Buch. Der übrigens, wie heißt es? Dieses Thema. Psykon oder Psykon, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, aber das ist auf jeden Fall Deutsch. Ich kann das mal irgendwann mal zeigen. Ich bin jetzt mittendrin, also ich bin ganz ehrlich, ich liebe Lesen. Also ich liebe Lesen, das ist für mich so wie Nahrung. Informationen sind Nahrung, aber ich denke, das habe ich auch von der Jungfrau, Venus in Jungfrau, weil die Jungfrauen sind Menschen, die sehr an seiner Intelligenz, das sind Menschen, die nicht stoppen, die nicht aufhören zu lernen und die immer wieder Durst haben. Also sie langweilen sich, ne, wenn sie Jobs machen, die vielleicht auch nicht dieses Input haben, okay? Und bei dir, liebe Jungfrau, ich kann mir vorstellen, dass diese Sichtweise, was hier drin ist, auch sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Also, dass du festklammerst an irgendetwas, dass du dich selber blockierst. Ja, falls du das nicht bist, könnte es jemand anderes sein. Aber wenn du auch ein Mann bist, könnte diese Situation nach dieser Frau sich richten. Männer, das sage ich nochmal. Und wie gesagt, mit der Übung bekommst du das raus, mit der Statistisch, also quasi das, dass du siehst, welche Sternzeichen das am meisten haben. Die Männer unter diesen Sternzeichen Jungfrau sind Menschen, die energetisch wirklich eine Frau sehr, sehr lange in seinem Herzen haben. Sehr, sehr lange. Also sie brauchen wirklich sehr, sehr lange, um wegzukommen von dieser Frau. Also das sind nicht einfach Schritte für die Jungfrau Männer. Die Jungfrauen, ja, das sagt schon das Wort, haben das vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen, ja, sie sind da nicht jetzt so, aber die Männer haben nochmal diesen starken Input, dass sie quasi an die Frau hängen, die sie geliebt haben. Und vor allem diese Frau hat es dir angetan. Das war eine wichtige Frau in deinem Leben. Sie war nicht nur schön,
vom Aussehen, sondern ich denke, sie war auch sehr intelligent. Also es gibt Frauen, das ist ja klar, der Mann, das sage ich oft, aber auch die Frau, Jungfrauen, sie haben die Tendenz, nicht nur in Äußerlichkeit zu gehen, was mir auch sehr gefällt von den Jungfrauen, sondern sie schauen auch die Intelligenz. Also wie ist diese Frau, wie tut sie, was hat sie für Manieren? Also das sind nicht Personen, die nur an die Schönheit denken, weil Schönheit vergeht. Schönheit vergeht, was bleibt, ist der Charakter, die Intelligenz. Und ich finde, man braucht das in einer Beziehung. Also ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer Person zusammen zu sein, die zu ist, geschlossen ist mental, die keine Ahnung hat, die nicht lernen will. Nee, nee, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, ne? Also da bin ich schon richtig im Venus. Also da weiß ich schon, was ich will, ne? Und ich denke, du, liebe Jungfrau, du genauso. Ja, du bist nicht jemand, der sich zufriedenstellt mit der ersten Person. Und das sollte auch gar nicht geschehen. Ich empfehle es immer, meine Kundinnen, gebt euch nicht zufrieden mit den ersten Personen, die ihr begegnet. Weil das ist ja so, du hast Optionen, ja. Du hast die Option auch nach anderen Personen zu gehen, ja. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist jetzt unser Staubsauger. Aber ja, mein Mann ist fleißig. Ja, das ist auch noch so etwas, ne, dass wir fleißig sind. Da kann ich das auch ganz laut sagen, ne? Das sind fleißige Menschen. Okay, so. Schauen wir jetzt mal deine Situation an. Siehst du, du bist insegura. Oh, insegura. Du bist unsicher. Ja, du bist unsicher. Und hier haben wir auch eine starke maskuline Seite. Also, guck mal, ich kriege Gänsehaut. Auch wenn du jetzt eine Frau bist, du könntest sehr stark nach den Mann, also nach dieser männlichen Energie gehen. Es kann aber auch gut sein, du bist unsicher gegenüber ihm. Du weißt nicht, wenn du jetzt eine Frau bist, du bist unsicher gegenüber ihm. Du weißt nicht, ob du ihm das Wasser reichen kannst oder ob er überhaupt wirklich das fühlt, würde ich hier sagen. Wenn du jetzt Mann bist, dann bist du ein wirklich, ich würde sagen, du bist ein starker Mann. Du bist ein starker Mann. Habe mehr Selbstvertrauen in dir, weil du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du könntest wirklich ein sehr intelligenter Mann sein, aber du zweifelst an dir und das ist nicht richtig. Ja, liebe Jungfrau, Mann oder Frau, wie gesagt, hier ist jemand, der auch unsicher ist. Und diese ganzen Unsicherheiten sind nur il gioco della mente. Der Verstand spielt mit dir. Du bist ein toller Mensch. Wirklich. Also, du darfst jetzt nicht unsicher sein, weil das ist ja das, was dich verrückt macht. Oder auch unsicher. Wieso hat sie mich losgelassen? Bin ich nicht gut genug gewesen? Wieso hat er mich verlassen? War ich ein Fehler? Bin ich ein Fehler? Nein, du bist kein Fehler. Manchmal verdienen uns die Menschen nicht. Stell dir einfach mal vor, er hat dich nicht verdient. Oder sie hat dich nicht verdient. Liebe Jungfrau, du bist ein toller Mann, du bist eine tolle Frau. Ja? Seid einfach, guck mal. Du bist irgendwo zwischen zwei Welten. Ich habe das Gefühl bei dir, liebe Jungfrau, und das sage ich wieder, dass du sehr in deiner Vergangenheit lebst. Dass die Vergangenheit deine Zukunft prägt, deine Präsenz. Und wenn du nicht richtig das machst, nicht richtig zurücklässt, dich lösen tust, kannst du nicht nach vorne gehen. Habe Vertrauen in dir, habe Vertrauen in der Person, auch wenn es jetzt schwer ist, aber vertraue ihn oder sie ein bisschen. Nur, ich sag nur ein bisschen, ja? Weil dann könnte es wirklich eine schöne Situation sich kreieren. Aber man sollte erstmal an sich Vertrauen haben. Das ist klar. Wenn du an dir nicht vertraust, kannst du auch weniger an den anderen vertrauen. Das ist klar. Okay, ich trinke ganz kurz noch mal meinen Kaffee. Heute verdurste ich irgendwo. Das ist jetzt gar nicht so dieses Kaffeetrank, aber eher Wasser, ne? Jetzt habe ich aber hier keine Flasche. Ich laufe jetzt nicht noch mal rüber. Nee, wirklich nicht. Ganz ehrlich, also ich bin jetzt schon vorhin hingelaufen, zurück. Nee. Jetzt lege ich hier weiter los, weil das ist so, wenn ich mittendrin in der Legung bin, das nervt. Das nervt mich, weil ich bin richtig konzentriert und ich kanalisiere. Und dann ist es wie so ein, wie wenn mich jemand davon abhält, ne? Hier ist jemand feige. Ich weiß nicht, bist du selber feige? Liebe Jungfrau, das ist jetzt hier kein Angriff an dich. Nein, 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 nein. Wir reden hier ganz korrekt. Also ich hoffe, du verstehst mich. Du bist sehr intelligent und du nimmst jetzt nicht das als Beleidigung, sondern kann es gut sein, dass du ein bisschen ein Feige bist,
Dass du irgendwie von dir selber wegrennst, von dieser tolle Person, die tolle Person, die du selber bist. Ja? Du rennst weg von dir. Du darfst das nicht, du musst das nicht, ja? Wieso sage ich das jetzt? Weil ich das Gefühl habe, ja? Und hier haben wir noch mal was. Haha. Jetzt kommt hier auch noch die Antwort, wieso? Hier hat sich jemand mit einem falschen Account angemeldet. Hier spioniert jemand den anderen. Es kann gut sein, du sagst, ich bin ein Feige, ich beobachte sie, ich bin jetzt ein Mann. Wieso nicht? Die Jungfrauen können das auch machen, die Männer. Die haben das oft in sich, dass sie sagen, ja, ich melde mich mit einem falschen Account und spioniere sie. Oder du weißt, dass er dich spioniert. Du weißt, dass er dich beobachtet. Dein Ex, ja? Es kann auch gut sein, du bist die Frau und du beobachtest ihn. Das heißt jetzt nicht feige, das ist jetzt nicht der Feige, der hier keine Attributen hat. Nein, 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 nein. Das ist so, das ist eine ganz andere Energie diesmal. Diesmal ist es ein ganz anderer Kontext. Entschuldigung. Du bist hier nicht selbstsicher. Und deswegen tust du das. Deswegen benimmst du dich so. Nicht, weil du böse bist, nicht, weil du jetzt irgendwie, was der Geier, was du machen möchtest oder was du beweisen willst. Nein, das hat jetzt auch nicht viel mit dem Ego zu tun. Ich sage eher, du bist jemand, der nicht an sich selbst glaubt und nicht manchmal sich konfrontieren will. Es kann auch gut sein, dass, falls du jetzt mit jemandem schreibst oder mit dieser Person zu tun hast, ja, die hier auf der anderen Seite ist, der Welt. Es kann auch gut sein, diese Person ist nicht aus Deutschland. Schreibt ihr irgendwo weiter weg. Ihr schreibt euch im Internet. Und diese Person könnte eventuell auch ein falsches Kontakt benutzen. Kann auch gut sein, weil er sich schämt. Vielleicht falsche Bilder schicken. Kann auch gut sein. Also hier gehen wir von mehreren Situationen aus. Hier passt auch ein falsches Kontakt. Ich gebe mich als die Person, die ich gar nicht bin. Ja, von Schönheit. Und diese Person ist sehr Ansia. Ja, jetzt übersetze ich das lieber, wie ich das kenne. Ja, weil wir haben ja gesehen, Dolcezza süß. Nee, süß bedeutet Deutsch. Das ist zum Essen. Du bist süß. Aber das hat eher mit Sanftheit zu tun. Ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Google es wortwörtlich übersetzt hat. Hier ist jemand, Ansia, so kann nicht richtig schlafen, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, Panik habe. Das ist auch Panik. Ansia ist auch Panik, ja? Panik habe, mich zu zeigen. Panik habe allgemein vom Leben. Oder diese Situation macht mich in so eine Aufregung, in so eine Panikattacke zu Hause, wenn ich jetzt am Schlafen bin, ich kann nicht richtig schlafen. Also falls du Probleme hast mit dem Schlafen, das ist auch nochmal ein Input. Also das sagt ja auch dieser Typ, also ich muss mal den Namen irgendwie mir merken von dem, wo das Buch geschrieben hat. Der schreibt in seinem Buch, das ist ein Symbol, das dürfen wir gar nicht. Wie sagt man das? Wir müssen das berücksichtigen, den Schlafmangel. Wenn wir anfangen, nicht mehr zu schlafen, weil das ist Lamente, der Verstand braucht Schlaf. Also ich merke das jetzt selbst bei mir auch, weil ich jetzt gerade wirklich spät ins Bett gehe. Es sind Ferien, irgendwie ist immer etwas zu tun oder irgendwo passiert etwas. Wir reden mit meinem Mann und dann gehe ich später ins Bett und ich merke, dass ich konstant müde bin. Ich merke, dass ich einfach meine Energie nicht habe, so wie ich sie normal habe, ja? Und du, liebe Jungfrau, ob du jetzt Frau oder Mann bist, du könntest hier wirklich auch leiden. Da, also du leidest, du hast Probleme einzuschlafen. Du hast Probleme mit dem Schlaf allgemein. Du solltest vorsichtig sein, ja? Weil das ist auch ein Input, das ist sozusagen ein Warnsignal, dass du Hilfe brauchst. Es kann aber auch gut sein, du hast mit einem Jungfrau zu tun, der das alles erlebt. Oder mit dieser Person. Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du Jungfrau, das ist ja klar. Du bist jetzt hier kein Crosswatcher, weil ich habe oft Crosswatchers in meinen Videos, die sich quasi die Sternzeichen für jemand anderes anhören. Und du sagst, ich bin Jungfrau, aber ich weiß, dass mein Gegenüberliegender Schlafstörungen hat, Probleme hat, nicht an sich glaubt. Oder es kann auch gut sein, du hast ihn vor kurzem kennengelernt und du weißt gar nicht, was er gerade erlebt oder was sie erlebt. Ja, sagen wir mal so. Okay, machen wir weiter und zwar mit den Tarotkarten. Was sagen uns die Tarotkarten zu dieser Situation, liebe Jungfrau? Ich guck mal gerade hier, ob man das gut sieht. Ja, das ist halt ein bisschen.
das ist nicht so, wie ich das gerne möchte. Siehst du, da kommt jetzt wieder dieses Perfektionismus. Also, das habe ich ganz stark bei mir. Also, wenn ich etwas mache, muss es schon gut sein. Sonst mache ich das gar nicht. Und ich sehe jetzt, das Licht ist nicht so gut. Nee, ich muss gucken, wie ich das anders machen kann. Vielleicht ist es auch so, dass es sich ändert, dass mein Mann heute fertig wird, der Arme. Also ich helfe ihm auch gleich, wenn ich jetzt fertig bin. Ja, ich helfe ihm immer. Also ich habe unten geholfen, ich habe da geholfen. Das ist auch noch mal eine Sache, ja. Also die Jungfrauen sind da wirklich fleißig, auch Frauen, ne? Und das kann ich wirklich laut sagen. Ich bin nicht jemand, der sagt, hey, komm, mach das. Und ich sitze hier wie eine Königin. Nee, 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 nee. Also ich helfe mit. Also da ist mein Schweiß auch noch dabei. Und da bin ich stolz. Also ich bin stolz. Dieses Haus habe ich teilweise auch mitgeholfen. Dieses Haus, was wir alles neu gemacht haben. Also wir haben alles kaputt gemacht. Das Haus war richtig alt. Also zum Glück, sage ich mal so, wir haben dieses, mein Mann hat dieses Handwerkliches und wir konnten wirklich alles selber machen. Aber ich kann sagen, ganz laut und schreien, Katja, das hast du gut gemacht. Das ist aber nichts mit Ego, nichts mit Anerkennung, sondern ich selber kann stolz auf mich sein, dass ich mitgeholfen habe. Weil es gibt auch sehr viele Menschen, die keinen Finger rühren. Ja, und für mich ist es wichtig, auch prinzipiell zu helfen, weil ich ja auch da drin wohne. Ja, das ist jetzt nicht Luxus, okay, die anderen arbeiten. Und ich sehe zu, ne? Wie geschuft wird, wie geschuftet wird. Nee, 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 das ist nicht meine Situation. Da bin ich ganz anders. Ich lege zu. Und zudem, was auch oft passiert, liebe Jungfrau, das passiert ja wahrscheinlich oft auch oft, dass dann diese Energie ausgenutzt wird. Bei der Arbeit wurde sie bei mir oft ausgenutzt. Deswegen bin ich dann irgendwo stinkig geworden, habe gesagt, nee, weißt du was, die können selber seine Arbeit machen. Weil ich war immer diejenige, die fertig war, die alles gut gemacht hat und dann noch doppelt gearbeitet hat. Versteht ihr das, was ich meine? Und dann habe ich irgendwann mal die Schnauze voll gehabt. Das Universum hat mir diese Angelegenheit geschenkt. Und jetzt mache ich mein Ding. Ne? Viele Jungfrauen haben den Drang, vieles alleine zu machen. Das sind Menschen, die irgendwo auch unabhängig sein wollen. Das sind eigentlich nicht Menschen, die unter andere leben wollen. Ja? Und das merke ich bei diesem Venus auch. Ne? Hammer, Hammer, ne? Guck mal. Vergangenheit. Il giudizio ist fast immer die Vergangenheit. Es ist wichtig, dass du jetzt hier an deine Vergangenheit sozusagen arbeitest, dass du hier abschließen tust, sonst kommst du nicht nach vorne. Hier will jemand nicht nach vorne kommen. Oder er oder sie, weil hier kann auch, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein er. Natürlich kann man hier auch sagen, eine sie. Das ist ja auch eine weibliche Energie, aber trotz dessen sage ich einfach, wer jetzt sich hier in diese Legung fühlt. Er oder sie, das spielt gar keine Rolle. Diese Person ist so, weil er oder sie Verletzungen hat. Und diese Verletzungen, ich denke nicht, dass sie unbedingt von Beziehungen nur kommen. Ich denke, diese Verletzungen kommen auch von der Vergangenheit, von den Eltern, wo man groß geworden ist. L'ambiente, den Ambient, wo man groß geworden ist. Das, was uns quasi umrandet hat. Das, was uns genährt hat. Die Stadt, der Ort. Versteht ihr das? Weil es macht hier sehr viel aus. Man hat es auch in der Statistisch gezeigt, so Experimente, dass man jugendliche, junge Menschen in einer Situation macht, wo sie aufwachsen, wo sie groß werden, wo Armut ist und dann diese jungen Leute da, wo es gut geht, die Eltern sich kümmern. Das sind zwei verschiedene Straßen. Das sind zwei verschiedene Bahnen. Die Personen, die da sind, in diesen Armut leben ganz anders. Vorsichtig, ängstlich, aber auch sehr stark, determiniert, weil sie auch konfrontiert werden. Ja, dafür können das die anderen nicht so ganz verstehen auf der anderen Seite. Aber sie sind mehr liebvoller. Ja, sie haben halt diese Liebe, die die anderen nicht bekommen haben. Und hier könnte sozusagen eine Situation sein. Liebe Jungfrau, dass du jetzt endlich mal, weil wir haben hier eine große Arkane, das ist eine wichtige Situation für deine Seele, dass du dich befreist aus der Vergangenheit. Weil wenn du dich nicht befreist, kannst du nicht heilen. Du brauchst jetzt hier eine Kollaboration. Und diese Kollaboration, du selber solltest daran arbeiten, dass die Dinge funktionieren. Arbeite daran, kollaboriere mit anderen. Es kann auch gut sein, dass du hier mit anderen irgendwie nicht kollaborieren willst oder dich fernhältst
von der Welt da draußen, dass du immer wieder sagst, die Menschen sind so und fertig. Nee, nicht alle Frauen, nicht alle Männer sind gleich. Also es kann gut sein, dass du jetzt auch jemand bist, der sagt, diese Person hat mir wehgetan, also sind alle Frauen so, alle Männer so. Nein, liebe Jungfrau, bitte denke nicht so. Es gibt da draußen auch die richtige Person für dich. Ja, und du solltest auch, wahrscheinlich kann es auch gut sein, dass man dich kritisieren könnte. Und diese Kritik, wie nimmst du sie auf? Nimmst du sie so auf, dass du sie umsetzen tust, dass du sie bearbeitest, weil du solltest hier sehr viel bearbeiten, ja? Das könnte auch gut sein, dass das jetzt für dich in Frage kommt. Ich könnte mir hier auch vorstellen, liebe Jungfrau, du bist in einer Phase in deinem Leben, also das könnte ja auch beruflich sein, in dem du deine Berufung gefunden hast. Dein Anruf ist gekommen, ja? Und du sagst, ich sollte jetzt etwas anderes lernen. Es kann ja auch eine Ausbildung sein, was ganz anderes. Das ist wie wenn du dich woanders orientierst. Du hast zum Beispiel jetzt Bäcker gelernt, du hast jetzt Kfz-Mechaniker gelernt, das sind nur Beispiele. Und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt aber Friseur lernen. Ich möchte jetzt Koch werden. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte jetzt Beratung machen oder ich möchte auch spirituell sein. Etwas in diesem spirituell. Also ich kenne auch ganz viele Menschen, die Jungfrauen sind und sich wirklich für diese spirituelle Energie, ich sag mal so, spirituelle Sichtweise interessieren. Wieso? Weil die Jungfrau an sich auch als Servizio, also sie haben das Service, die Dienstleistungen, gegenüber anderen. In der Astrologie ist die Jungfrau auch mit Medizin. Also viele Menschen unter diesem Sternzeichen arbeiten als Pfleger, Ärzte, aber auch Heiler. Also du könntest auch heilen mit deinen Händen. Also du hast die Kapazität. Also wer weiß, ne, was du da machst. Kannst du mir gerne schreiben, liebe Jungfrau, wenn du jetzt auch sehr spirituell bist oder Berufe machst, die nicht gewöhnlich sind. Ja, also ich sag mal so, ein bisschen außergewöhnlich. Also ich kann jetzt auch nicht in die Welt rausschreien, was ich mache, weil, wie gesagt, ich lebe in einem Dorf und das wird nicht verstanden. Das ist für denen Hexerei, das ist für denen schlechte Sachen, Omen. Ja, wahrscheinlich tun sie das mit dem Teufel assoziieren. Ja, schrecklich, ganz, ganz schrecklich, ne? Okay, so, machen wir weiter und zwar mit den Herzensangelegenheiten. Also diese Legung wird wahrscheinlich sehr lang. Ich nehme mir aber die Zeit, wenn ich das mache, dann perfekt. Und lieber, weißt du, ich bin nicht der Mensch, der 10 Videos rausbringen muss, dann lieber 1, 2, aber dafür gut, ja, dafür tiefsinnig. Regalo, anello, 7 giorni. Du bekommst hier ein Geschenk, kann ja gut sein, am Ende August hast du Geburtstag, liebe Jungfrau. Du wirst hier ein Geschenk bekommen oder jemand schenkt dir etwas, ja. Es kann aber auch gut sein, du tust jemandem ein Geschenk. Du könntest hier mit einem Löwe zu tun haben, ja. Das kann ja auch gut sein, also zum Beispiel jetzt in unserem Fall, mein Mann ist Jungfrau, ich bin Löwe. Kann gut sein, aber ich habe jetzt, ich sag mal so, ich brauche keine Geschenke. Das ist auch noch etwas, ich brauche das nicht, wir machen das gar nicht mehr, also mit Geschenken und so. Wir kaufen uns das, was wir brauchen in der Familie. Also ich schenke dir das oder nee. Er schenkt mir, ich sag mal so, wenn er sich dran erinnert, Blumen oder Dinge, die ich liebe, aber wir brauchen das gar nicht. Und ich bin auch gar nicht sauer, ich bin auch gar nicht beleidigt, er auch nicht, weil ich finde, wir geben das Geld eher aus für das, was wir brauchen. Ja, also das sollte man schon lernen, mit Geld umzugehen, ja. Aber hier könnte auch eine tolle Geste sein, nicht nur ein Geschenk. Diese Karte ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Geste. Eine Geste, die diese Person gegenüber dir machen kann, okay? 7 giorni in 7 Tage. Ich weiß ja nicht, wenn du das Video dir anschaust, aber es kann auch zusammenhängen, dass du bald Geburtstag hast, ja? Dass du jetzt hier sagst, diese Person kann sich bei mir melden, diese Person könnte... Wer weiß, weil das ist auch jetzt eine Karte, die muss jetzt nicht für jeden sein. Das ist hier ein Heiratsantrag, eine Verlobung. Ja, das ist jemand, der hier den nächsten Schritt eingeht. Sagen wir mal so. Okay, wow. Also wenn du jetzt hier sagst, ja Katja, wer weiß, es kommt zu dem, ne? Aber ja, das ist ein bisschen schwierig. Weil ich denke jetzt nicht, dass du jemand bist, der jemand kennenlernt. Aha, hier kommt schon die Distanzierung.
du wohnst nicht in der Nähe von dieser Person. Oder ihr seid nah, aber ihr seid doch entfernt. Eure Seelen sind nah. Du siehst hier, also für mich sind es auch wie wenn die Seelen aneinander verbunden sind. Euch verbindet etwas. Das ist eine Verbindung, die man nicht beschreiben kann. Das habe ich euch auch vorhin erklärt mit meinem Mann und mich. Also wir brauchen nicht immer so große Geste zu machen. Draußen machen wir auch sowas gar nicht. Also in der Öffentlichkeit, nee, ich bin nicht ein Typ und er ist auch nicht der Typ. Aber weißt du, wichtig ist, was zu Hause abgeht, nicht was die Menschen sehen. Viele Menschen tun das auch, um zu beweisen, ach, guck mal, wie wir uns lieben. Also wir haben Bekannte von uns, also das muss ich erzählen, das muss ich loswerden. Ich musste so lachen, aber ich sage immer, Gott ist groß. Die haben immer so gegenüber uns so, so Sachen gesagt, ne? So Andeutungen. Ja, das sieht so aus, wie wenn ihr euch gar nicht liebt. Das sieht so aus, wie wenn ihr fremd seid, obwohl ihr immer sehr zusammen seid. Aber ihr zeigt das nicht. Und diese Menschen sind auseinandergegangen. Also das ist klar, also du merkst schon, die Menschen, die reden, sehen das in sich, also die haben die Komplikation in sich, man darf nicht über andere Menschen reden, nur weil man jetzt nicht Küsse sieht, wir küssen uns schon, aber das ist Intimität, ja, wir machen das alleine zu Hause, wenn uns keiner sieht, ja, wir machen solche Dinge auch, ich sage auch mal ein bisschen Respekt, ja, nicht alles so, ja, natürlich umarmen wir uns, natürlich hebt man Hände zusammen. Natürlich, das ist ja immer noch hin dein Partner, aber Dinge zu machen in der Öffentlichkeit, damit die anderen dich sehen oder Fotos posten, das ist gar nicht unser Ding. Also da haben wir uns gefunden. Wir sagten das wirklich, also wir haben uns da gefunden, wir posten nichts, wir tun nichts in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass wir diese perfekte Familie sind, sondern wir sind so, wie wir sind. Ja, ehrlich, wir sind wirklich so einfach und simpel. Und ich denke, Gott war groß, weil man darf nicht über anderen reden oder man darf nicht über anderen spekulieren, obwohl man gar nicht die Wahrheit kennt, weil wir uns über alles eigentlich lieben. Und das ist ja das, diese Verbindung, die ich hier sehe, dass zwei Seelen verbunden sind. Und wie gesagt, auch wenn das nicht so aussieht, dass man hier sagt, ich gehe jetzt ihr hinterher und sie geht weg, trotzdem ist diese Verbindung da. Also hier könnte gut sein, dass du weißt, dass diese Person mit dir immer in Verbindung sein wird, auch wenn ihr nicht zusammen seid, auch wenn du sie verloren hast, weil es kann auch gut sein, du hast diese Person verloren, ja, du hast ihn oder sie nicht mehr in deinem Leben. Das ist sehr traurig, liebe Jungfrau, wahrscheinlich tut das arg weh, man kann das gar nicht beschreiben, wenn man jemanden liebt, also ich wüsste gar nicht, also ich sage das immer zu meinem Mann, was ich mir auch wünsche, das ist für mich etwas Großartiges, zusammen alt zu werden und zusammen auch diese Dimension zu verlassen, weil ich kann mir gar nicht das vorstellen ohne ihn. Und er sagt es auch oft, er sagt, ich rede ja sehr viel im Gegensatz zu ihm. Also Jungfrauen sind auch stille Menschen, ja, sie reden nicht sehr viel. Und mein Mann sagt, wie halte ich das dann aus ohne dich, dass du immer redest, ja. Also ich finde es toll, wenn man so jemanden findet, ja, und man das teilt, aber dann das Universum, die höhere Macht, das ist auch die Seele, die Experienz, es kann mir auch passieren morgen, dass wir auseinandergehen, jedem kann das passieren, jedem, liebe Jungfrau, ich sage das immer, dass das dann eine Herausforderung ist, eine große Herausforderung, ja. Okay, so, das war jetzt das, genau das, was man braucht, ist hier Nähe, nicht diese Distanzierung und dass hier auch eine Verbundenheit ist. Das kann auch gut sein, man sehnt sich hier nach der richtigen Liebe, nach diesem Menschen, der wirklich hier die Seelengefährte ist, ja, das, was fehlt. Okay, schauen wir mal mit den ganz normalen Orakelkarten, was sie uns preisgeben. Memory, schon wieder, Leute, das gibt's doch gar nicht, die Vergangenheit, ja, man ist blockiert. Was einem blockiert, ist die Vergangenheit. Es kann gut sein, jemand denkt an die Vergangenheit, denkt an diese Person, denkt an diese Frau, denkt an diesen Mann. Oder es kann auch gut sein, dass was ihn prägt, ist seine Kindheit, das, was er erlebt hat. Und deswegen kann er nicht richtig nach vorne schauen, ja? Das könnte gut sein. Privazione. Hier wurde
ihm oder sie etwas weggenommen. Wie ich ja gesagt habe, entweder ist dein Mann, deine Frau, dein Partner, deine Partnerin gestorben, hat diese Dimension verlassen oder ihr seid auseinandergegangen. Und das war kein richtiges Auseinandergehen, sondern das ist wie wenn jemand dir diese Person auch weggenommen hat. Dass du sagst, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass wir so auseinandergehen. Ja? Also ich sage auch mal so, Hut ab, liebe Jungfrau, weil du hast bestimmt in deinem Leben die männliche Seite, die aktive Seite hat sehr viel erlebt, sehr viel mitgemacht. Das ist jemand, der wirklich eine nicht so leichte, sagen wir mal, Leben gehabt hat hinter sich. Ja? Machen wir weiter. Familie. Du bist ein Mensch, der die Familie liebt, aber du sehnst dich nach einer Familie. Ja? Du könntest hier Single sein oder du könntest hier mit jemandem zu tun haben, der schon eine Familie gegründet hat. Das kann auch gut sein. Ja? Hier gibt es zwei oder sogar drei Varianten. Du bist Single, du bist noch nicht mit dieser Person zusammen, aber du tust ihn gerade kennen oder sie und du möchtest eine Familie aufbauen. Das ist das, was du erreichen willst. Ja? Eine Familie. La sicurezza, die Stabilität, die Sicherheit. Ja, die Jungfrauen sind so, bevor sie einen Schritt wagen, da brauchen sie wirklich lange, weil sie auch hinterm Rücken immer eine zuverlässige Energie brauchen. Sie machen nicht etwas einfach so, sie schmeißen sich nicht einfach so. Ja, also es könnte gut sein, dass du aber hier auch jemand kennengelernt hast, der schon in einer, sagen wir so, in einer familiärische Angelegenheit ist, ja, vielleicht auch verheiratet ist, Kinder hat, das ist je nach Situation Sex. Hier ist es eine gute Zeit, um intim zu werden. Ja, aber nur unter die vier Wänden, sage ich mal so, ne? Gute Zeit. Ja, das ist schön. Wenn man jemanden liebt, kann man wirklich alles machen mit den Menschen, ja, alles ausprobieren. Ich bin wirklich da offen, aber mit dem Partner. Ich bin jemand, der sagt, ja, mit dem Partner darfst du alles tun, du darfst dich wirklich frei fühlen, weil das ist der Partner, den du liebst, mit dem du dein Leben teilst. Aber natürlicherweise rennt man nicht jetzt umeinander und man tut das mit jedem. Ja, das ist jetzt eine gute Zeit, um Sex zu haben. Kann ja gut sein, dass ihr euch trifft, dass ihr bald euch sehen könnt und das erleben könnt. Kann aber auch gut sein, dass du dich oft erinnerst an diese schöne Zeit mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, also Ex, ne? Wie gesagt, falls du jetzt hier jemanden hast, mit dem du früher zusammen warst und diese Person immer noch in deinem Leben ist. Du liebst das, du hast das geliebt mit dieser Person. Ich muss jetzt hier sagen, du hast es auch geliebt, also in der Vergangenheit, weil es kann ja gut sein, dass du mit ihm oder ihr nicht mehr zusammen bist, dass du oft mit dieser Person vieles unternommen hast. Und das kann aber auch gut sein, du unternimmst, du möchtest mehr unternehmen mit dieser Person. Leute, hier ist irgendwo eine Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft, die nicht passieren sollte. Eine Schwangerschaft, also ich bin schwanger geworden, ohne dass ich das wollte. Kann ja gut sein, dass du jemand kennengelernt hast, der wirklich jetzt Vater geworden ist, Mutter geworden ist. Es gibt vielleicht hier so ein Drama. Weißt du, was mir hier aber auch einfällt? Dass hier jemand, das könnte ja auch dein Sohn oder deine Tochter sein. Kann auch gut sein. Solche Situationen habe ich auch oft, dass du sagst, ja, ich bin die Mama oder ich bin der Papa. Und meine Tochter ist ungewollt schwanger geworden. Ich bin die Familie, ich unterstütze sie jetzt, aber sie braucht jetzt hier wirklich einen Halt. Ja, ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Es kann ja gut sein, sie ist eine Mama, die Single ist, die Single geblieben ist. Kann ja auch gut sein. Oder du hast deinen Mann, deinen Partner verloren, wo du schwanger warst. Es gibt auch solche Geschichten, Leute. Es gibt viele Situationen. Aber hier geht es auch aktuell um einem Treffen. Man trifft sich hier. Also du wirst bald mit dieser Person einen Treffen haben. Du wirst diese Person sehen. Es kann gut sein, dass es aktuell so, dass ihr euch trifft, dass ihr Kaffee zusammen trinkt. Es kann auch gut sein, dass es ein Arbeitskollege hier. Arbeitskollege kann auch gut sein, dass es hier ein Arbeitskollege ist, eine Arbeitskollegin und man trifft sich mit dieser Person, man trinkt Kaffee, das ist schön, das ist so angenehm mit ihr oder mit ihm, aber du weißt ganz genau, dass er oder sie auch Familie hat. Ja, das kann auch gut möglich sein. Er hat dir vielleicht auch etwas erzählt. Ich bin jetzt verheiratet oder ich bin mit ihr zusammen, weil wir ein Kind haben, aber eigentlich wollte ich gar nicht mit dir zusammen sein. Solche Geschichten kenne ich ganz viele. Dass sie schwanger werden und dass sie quasi
ja, zusammen sein müssen. Also früher war das bei uns noch mehr. Also meine Oma damals hat mir ganz viele Geschichten erzählt. Seba, ein Bekannter von uns auch, er ist in so einer Ehe quasi groß geworden, wo er das erfahren hat. Er hat das erfahren, das ist klar, die Leute reden bei uns. Das ist auch so eine Stadt, eine kleine Stadt, wo ich geboren bin. Und die Leute reden und sagen, ja, du wurdest gar nicht geplant. Deine Eltern sind zusammengekommen, weil du quasi geboren bist. Ja, das hört sich dann nicht so toll an, ja, wenn man sozusagen jemand ist, der nicht gewollt ist, ja. Aber das hat immer mit der Seele zu tun, weil die Seele sich das ausgesucht hat. Leute, die drehen sich alle von alleine um. Ja? Also ich würde hier sagen, ich weiß nicht, willst du schwanger werden, liebe Jungfrau? Willst du hier Mama werden, die aktive Seite? Ich krieg Gänsehaut. Hier erfüllt sich ein Wunsch von dir, dass du Mama werden willst, dass hier eine Schwangerschaft sein könnte. Oder vielleicht auch diese Schwangerschaft doch so ist, du sagst, ja, ich wollte das Baby, aber mein Partner nicht. Oder meine Partnerin ist jetzt schwanger geworden. Ich wollte das Kind behalten und sie aber nicht. Boah, es könnte hier so eine Geschichte sein. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass langsam, langsam, ja, deine Wünsche in Erfüllung gehen. Aber das Problem ist, du hältst fest. Das geht gar nicht. Also so kannst du nicht weitermachen, wenn du festhältst an Dinge, die du nicht heilen willst. Also das ist jemand, der auch eine blockierende Energie hat. Jemand könnte hier auch andere Menschen für sich behalten. Wie sagt man das, wenn du sagst, ich bin eifersüchtig, Eigentum? Diese vier der Münze ist für mich eine Eigentumskarte. Das Materielle ist nur die Materie, aber das gehört nicht uns in Wirklichkeit, ja? Und es ist wie wenn jemand hier auch das blockiert. Ein anderer Mensch blockieren könnte, ja, den Erfolg zu haben. Und diese Person hat Erfolg, aber sie oder er verhindert diesen Erfolg, gönnt es ihm oder ihr nicht, ja. Also hier könnte auch eine Situation sein, ich brauche jetzt Stabilität. Das ist für mich wichtig, dass ich an diese Stabilität rankomme. Das ist das Einzigste, was mich jetzt sozusagen in Sicherheit bringt. Und hier könnte es auch mit Nachwuchs zu tun haben, aber auch beruflich. Dass man hier auch beruflich sehr viel Anerkennung bekommen kann. Die Wünsche erfüllen sich. Wahre Wünsche, Seelenwünsche werden hier wahr. Leute, ich könnte mich hier vorstellen, wirklich für Ende August, also quasi den ganzen September, könntest du lauter Anerkennungen bekommen in deinem Leben. Dinge, die gut laufen. Wie gesagt, auch eine Schwangerschaft. Vielleicht hast du ja auch oft probiert, schwanger zu werden. Es kann aber auch gut sein, dass dein Wunsch ist, zu heiraten, also Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Das ist dein größter Wunsch, ja? Also nicht nur die Sonne im Jungfrau, hier können auch Aszendent, Venus Sternzeichen sein natürlich, aber auch die Karriere könnte hier auch in Degollo, also fliegen, sagt man bei uns. Sie nimmt den Flug. Du gehst Richtung Höhe, ja? Hier kommen Wünsche, Manifestationen. Es ist aber auch wichtig, dass du immer dankbar bist, weil das, was du hast, ist auch, wie sagt man das, diese Dankbarkeit darf man nie vergessen. Diese Welt, diese Situation, die du bekommen hast in deinem Leben, du darfst nie vergessen, wie Dankbarkeit, also diese Dankbarkeit ist das Allerwichtigste in dieser Energie, ja. In der spirituellen Ebene sind wir nicht immer alle dankbar. Dieses New Age-Gelaber, ne, was sie dir alles beibringen, du kannst alles manifestieren, du kannst alles haben, was du willst. Nein, kannst du nicht. Je nach Seelenmansion. Du kannst jetzt nicht einen Porsche fahren. Du kannst jetzt nicht unbedingt eine Villa haben, wenn es deine Seele nicht abgemacht hat. Also sei dankbar für den Erfolg, den du schon kreiert hast, weil du, guck mal, du hast hier Aufmerksamkeit geschenkt. Denari, diese Münzen. Und aus diesen Münzen, wenn du sie pflegst, wenn du Dankbarkeit zeigst, erreichst du den Reichtum. Erreichst du dein Reichtum, deine berufliche Situation, deine Karriere geht hier in die Höhe. Ich rede jetzt auch von Karriere. Das ist klar, das darf niemals fehlen bei den Jungfrauen, aber auch in einer Beziehung, un rapporto. Man pflegt die Beziehung zu zweit. Man kann hier nicht nur alleine diese Beziehung pflegen. Das geht nicht. Eine Beziehung besteht durch zwei Menschen.
Entweder man kollaboriert oder es wird nichts. Ja, so eine Situation haben wir hier. Also du könntest aber auch mit dieser Person irgendwie eine berufliche Situation haben, dass du jetzt diese Person kennengelernt hast beruflich, ne? Das ist eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin. Das könnte ja auch gut sein, ja? Okay, schauen wir jetzt mal weiter. Also ich sehe hier sehr viel Anerkennung. Ich sehe hier Il Triomfo. Dieses Erfolg, dieses Triumph, würde ich hier mal sagen, ja? Und vor allem auch mit diesem Geschenk. Wie wenn hier jemand eine tolle Geste gegenüber dir machen wird, ne? Jemand könnte dir hier auch etwas schenken, könnte natürlicherweise auch etwas tun, was du sehr zu schätzen hast, ja? Okay, mit dem hast du zu tun. Urano, also eine sehr schnelle Energie, aber auch eine manchmal erdrückende Energie, weil man auch sozusagen diese Schnelligkeit und dann man auch irgendwo sich schnell entscheiden muss oder voreilig. Ja, also da sollte man auch aufpassen, was man tut, für was man sich entscheidet. Du hast ja Wassermann, Mond, also wir haben hier eine starke weibliche Energie, aber auch Dinge, die unser Bewusstsein sind, Unterbewusstsein, Entschuldigung, was ich ja vorhin gesagt habe, Neun der Stäbe. Du bist eine Person, die sehr viel hinter sich hat. Du hast ja Krebs, Mars, Marte, du bist ein Naturkämpfer, du bist jemand, der nicht aufgibt. Du könntest hier auch, bitte schau, wo Uranus ist und wo Mars ist, okay, in deiner astrologischen Karte. Du könntest hier auch mit Widder zu tun haben und schon wieder Aquarium, Wassermann, sehr starke Wassermann-Energie, ja? Okay, sehr schöne Karten, weil die männliche aktive Seite hat ja wirklich den Impuls, diese Anerkennung, dieses ich pflege, ich bin dankbar, was ich erhalte, was ich tue. Und nur so erreiche ich auch meinen Erfolg. Ja? Nur so kann ich Erfolg sein in meinem Leben. Also du kannst wirklich alles schaffen. Wirklich. Liebe, Erfolg, aber nur wenn du auch dich in diesem Präsenz, also dieses Hier und Jetzt spielt eine große Rolle. Dass das Tun jetzt, nicht das Tun in der Vergangenheit. Also heile auch deine Vergangenheit. Und das kannst du nur tun, wenn du präsent bist. Ja? Okay. Liebe Jungfrau, das war deine Situation sozusagen in August. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Ich freue mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao.